Der deutsche Vizemeister Ochsenhausen zu Gast beim SV Werder Bremen. Die Kulisse prächtig, es war alles angerichtet für ein tolles Spiel und es sollte eine, ich hätte bald gesagt, abendfüllende Veranstaltung werden. Es ging nachmittags los, aber es sollte definitiv lange dauern. Zu Beginn Bastian Steger gegen Simon Gossi. Da führte Steger schon 2:0 Sätze, aber dann kam der Franzose wieder auf. Immer wieder hier schöne Topspin-Duelle. Und wir sehen es, letztlich ging es sogar noch in den fünften Satz, aber dann war Steger wieder da, 10:7. Matchball und die Entscheidung hier zugunsten der Werderaner, 1:0, also die Führung für Bremen. Dann Huno Schösch gegen Hugo Calderano. Und auch da ging es in den fünften Satz. Dann war Calderano zur Stelle, 10:5, 5 Matchbälle für den Brasilianer. Und Chance hier vergeben von Huno Schösch, letztlich der Ausgleich zum 1:1. Es ging spannend weiter mit Gustavo Tsuboi gegen Jakob Diaz. Und Tsuboi immer wieder auch hier mit schönen Punkten mit der Rückhand. Auch hier 5. Satz, 10:9. Dann wieder Matchball für den Mann des SVW. Und der war verwandelt. 2:1, also jetzt wieder die Gastgeber in Front. Steger gegen Calderano. Wieder so ein Duell. Ja, ich würde mal sagen, die beiden Rückhände. Die können ja beide richtig toll Rückhand-Topspin ziehen. Und am Ende bringt aber hier der Vorhand-Topspin, der verzogene von Steger, die Entscheidung. Es musste also das Doppel entscheiden, wer hier als Sieger von der Platte geht. Und ja, da waren schon 4 Stunden gespielt. Die Zuschauer brauchten eine Menge Sitzfleisch, aber bekamen eben auch eine Menge geboten. Denn es war wirklich ein hochdramatisches, ein hochspannendes Spiel. Dann also das Doppel. Und da auch immer wieder hier schöner Ballwechsel. Ganz enge Winkel, die hier gespielt wurden von beiden. Der Ballwechsel war nicht so mega schnell, aber da wurde ganz weit in die Ecken rausgetrieben. Und da mussten alle sehr beweglich sein. Letztlich Matchbälle für die beiden aus Ochsenhausen. Jakob Diaz und Stefan Fegerl im 5. Satz. Und dann was passiert, Ochsenhausen gewinnt ja auch dünn dieses Marathon-Match gegen Werder Bremen, das eigentlich ein Unentschieden verdient gehabt hätte, das muss man ehrlicherweise so sagen. Aber das gibt es in unserem Spielsystem nicht. Also 3:2 für Ochsenhausen am Ende, ganz, ganz knapp nach diesem Krimi. Das war ein Spiel auf Messerschneide und ist es nur schade für uns von unserer Seite, dass wir dieses gute Spiel, das wir heute geliefert haben und diesen tollen Kampf nicht mit einem Sieg dann belohnt worden ist. Wir haben, denke ich, alles hinein, wir waren glückliche Gewinner, das genauso hätte können Bremen heute gewinnen, das war wirklich auf Augenhöhe, 50-50 Spiel.